Thunfisch brilliert in edler, schlichter Bescheidenheit. Dafür glänzend der luftige Sesamschaum und die aromatischen Ingwerrüebli als spannendes Begleiterduo. Lassen Sie sich überraschen. Grüezi miteinander. Für die Rüebli-Beilage das Gemüse schälen und anschließend schräg in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden. Von 2 Bundzwiebeln Zwiebeln halbieren und dann ebenfalls in Scheiben schneiden. Das Grün können Sie auch noch gerade in Ringe schneiden, die brauchen wir aber erst am Schluss. Der eingelegte Ingwer verleiht dem Gemüse einen außerordentlich erfrischenden Geschmack mit einer leicht pikanten Note. Eine Kombination, die wunderbar harmoniert. Im Coop finden Sie den eingelegten Ingwer auch als Sushi-Ingwer im Glas. Ca. 20 Gramm davon ein bisschen abtropfen und dann ebenfalls fein schneiden. Das zum Zwiebelgrün geben und beides zugedeckt auf die Seite stellen. Wenig Öl in einer Pfanne warm werden lassen. Zwiebeln andämpfen und dann die Rüebli kurz mitdämpfen. Ein bisschen Rohzucker beigeben und mit Salz würzen. Ein bisschen Wasser dazugießen und dann die Rüebli zudeckt für ca. 15 Minuten weichköcherle. Für den Schaum die dritte Bundzwiebel fein hacken und in eine Pfanne geben. Je ein Dezi Fischfond und Weisswein dazugießen. Alles aufkochen und auf ca. 1 Dezi einkochen. Die Flüssigkeit absieben und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit in eine Schüssel 2 Eigelb geben, ebenso einen Esslöffel Rahm. Geröstetes Sesamöl ist im Vergleich zum nicht gerösteten viel intensiver und darum braucht es von dem nur gerade einen Teelöffel. Den abgekühlten Sud dazugießen. Das Buntzwiebelgrün und den Ingwer und den Rüebli mischen und nur noch heiß werden lassen. Während dieser Zeit der Sesamschaum über einen heissen Wasserbad schaumig schlagen. Dabei darauf achten, dass die Schüssel das Wasser nicht direkt berührt und das Wasser auch nicht kocht, also nur leicht siedet. Für den Thunfisch in einer beschichteten Bratpfanne ein bisschen Erdnussöl erhitzen und dann den Thunfisch bei mittlerer Hitze drin anbraten. Weil es zwei sehr dicke Filets sind, rechnet man etwa 2 Minuten pro Seite. Die Eiermasse ist in der Zwischenzeit schaumig und leicht fest geworden. Die Schüssel rausnehmen und ein bisschen Limettensaft und Zucker und wenn nötig auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer beigeben. Kurz drunter rühren. Jetzt den Fisch tranchieren und ihn zusammen mit dem Sesamschaum und den Ingwerrüebli auf vorgewärmten Teller anrichten. Das ist das Genussrezept dieser Woche. Wenn Sie Freude an speziellen Gerichten haben, unbedingt ausprobieren. Es ist nämlich keimfein. Nächste Woche kommen wieder mal alle Fleischsteiger auf Ihre Kosten. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie auch dann wieder rein. Würde mich freuen. Ade miteinander.